Lord Burley leiht Dienst, wenn ich den richte. Der mir den Geist geliehen, nur noch dem Mut. Verzeiht, mein Lord, dass ich euch gleich zu Anfang ins Wort muss fallen. Und darauf nette ich mich. Dem Richterspruch der 42 sagt ihr? Ich habe keineswegs mich unterworfen. Nie konnte ich das. Ich könnte der Würde meines Sohnes, meines Ranges, meines Volkes und aller Fürsten nicht so viel vergeben. Verordnet ist im englischen Gesetz, dass jeder Angeklagte durch Geschworene von seinesgleichen soll gerichtet werden. Wer in der Komitee ist meinesgleichen? Nur Könige sind meine Peers. Ich habe mich durch Haddens arge Liste dazu verleiten lassen. Ich muss meiner Ehre wehen und dem Glauben an meine Gründe siegende Gewalt, ein Ohr zu leihen, jenen Klagepunkten und ihren Ungrund darzutun. Dies tat ich aus Achtung für die würdigen Personen der Lords, nicht für ihr Amt, das ich verwerfe. Ich atme die Luft in einem englischen Gefängnis. Heißt das in England leben? Die Gesetze, Wohltaten genießen. Ich kenne sie doch kaum. Nie habe ich mich dazu bereit erklärt, sie zu halten. Ich bin nicht dieses Reiches Untertan. Die Richter sind es nur, die ich verwerfe. Mein Lord, er hält mich hier gefangen. Wider aller Völkerrechte. Nicht mit dem Schwerte kam ich in dieses Land. Ich kam herein als Bittender. Das heilige Gastrecht fordernd. Mich in die Arme der blutsverwandten Königin mich werfend. Und so ergriff mich die Gewalt. Legte mich in Ketten, wo ich Schutz gehofft. Sagt an. Habe ich Pflicht gegen England? Ermorden lassen kann sie mich, nicht richten. Sie gibt es auf, und des Verbrechens Früchten, den heiligen Schein der Tugend zu feinen. Und was sie ist, das wage sie zu scheinen.